Herzlich willkommen zum 15. Part meines Shadow of the Tomb Raider Let's Plays. In diesem Part machen wir uns dann hier weiterzumachen halt. Ja. Bei Sachen muss ich kurz noch nachgucken. Okay, das war dumm. Ja. Jetzt können wir halt hier weitermachen. Ah. Sind wir Wie jetzt schon kommt ihr mit dem Plan voran, fertig? Warte, was? Leslie? Es gibt verschiedene Optionen. Wozu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut. Dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Naja, das was wird. Mir klar, scheinbar schon jetzt das Finale, aber trotzdem. Hier trennen wir uns. Okay, Team. Lara, ich möchte dir das hier geben. Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Okay. Warum zur Hölle war das gerade schon wieder so? Ich bin schon, da hat sich das so komisch aufgegangen, dass man den Dialog vor den eigentlich besprochenen Szenen hat. Ja, egal. Auf weiter durch den Kanal hier. Wenn wir es jetzt so nicht schaffen, mit dem, was wir jetzt hier haben, dann weiß ich auch nicht. Aber letzten Endes sollte dann trotzdem fertig sein, weil danach habe ich jetzt nicht wirklich von noch was zu machen. Ja gut, hier müssen wir kurz Luft tanken. Ich schätze, das brauchen wir dann eh wieder gleich und ab hier weiter durch. Denke, das ist jetzt nur so der Plan. Ja, einfach unter Wasser zu dem Teil zu schwimmen, wo wir jetzt hin müssen, um dann halt die Leute zu snipen. Und dann halt eben uns durch die Gegner vorzuarbeiten, bis wir zum Anführer kommen. Und uns dann dem stellen können. Das ist wohl scheinbar die Idee hier. Ja, komm. Schön umständlich, ne? Ja, komm, ne? Schnell hier durch, lange. Ohne Unterbrechung einfach weiter schwimmen. Und dann. Hallo. Danke. Vom Scharfschützen mit Bogen, oder was? Ich meine, nicht mal wenn ich jetzt ein ordentliches Snipergewehr, dann nicht mal wenn ich jetzt mal ein richtiges Schützen Dingens. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Ja. Yeah. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Was auch immer das heißen soll. So oder so. Ich fahre jetzt mal entspannt weiter. Gut. Teamleader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal 2, Sie sind Ihre Augen. Verstanden.
Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Ja, wirklich. Merkt ihr aber sehr früh. Mehr Helikopter. Also der Plan ist schon gescheitert, bevor er überhaupt angefangen hat. Perfekt. Was kann schief gehen? Trinity macht Jagd auf sie. Hier ist Cardinal 8. Feind in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Ja, super. Wird euch aber auch nicht mehr viel bringen, weil ihr letzten Endes eh von uns erledigt werdet. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern! Ja, es klappt schon mal wirklich sehr gut. Ich schätze, hier muss ich mich dann abseilen und darüber springen. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Ja, wunderbar. Jetzt auch immer Schwung holen, dann dürfte das passen. Ja, sag ich ja. Diesmal kommen wir wenigstens normal voran. Die Quelle des Rauchs. Da komm ich hin. So, komm. Ab runter. Und ab runter. Ich denke mal, da müssen wir jetzt so. Ja, weiter. Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan. Das im Gesicht sieht einfach nur komisch aus. Ja Gott, also jetzt hier ab durch die Erde und dann weiter. So, durch jetzt kommt wahrscheinlich noch mal gleich ein Rätsel oder so ein Mist. Kommt jetzt doch immer, lassen die uns in Ruhe. Ey. Versteht das mal einer. Ich bin jetzt mindestens zuvor noch versucht anzugreifen, aber jetzt hier sind die komplett chill. Also was dann jetzt? Weil ich hab's, glaube ich, eben mit der Fahrt immer falsch gehört. Jonah, Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Ja, natürlich. Commander, siehst Kontakt zu Croft. Siehst bei den Jagdziel. Siehst was?
Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. Ja, das wird bestimmt hervorragend klappen. Also ab ein neues. Ab weiter hier durchrennen. Sie sind überall! Wir brauchen Verstärkung! Hallo. Jetzt! Also okay, dann hier dann weiter. Ne? Nee, hä? Scheiße! Okay, doch, doch. Data. Was ist das hier für eine komische Glitterpartie? Vor allem. Wie so, da kommt man wieder auf die Idee, den ganzen Parcours zu machen, nur um dann zum Dings zu kommen. Hoher Rat in Position. Halten die Stellung. Wiederhole. Hoher Rat ist sicher. Hier ist Commander Rock. Der gesamte Hohe Rat ist hier, um unseren Sieg persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Ja, das sagt ihr so schön. Cardinal 3 im Anflug. So. Wenn die nicht hervorragend. Einfach weiterklettern. Kommt her! Ich versuch! Holt uns hier raus! Scheiße! Ihr versucht da wirklich sehr toll Sachen. Irgendjemand! Kommt schon! Komm. Ah. Hallo! Ah. Schnell weiter da, bitte langsam. Einfach weiter rein, würde ich schon. Ha! So viel zu denen. Das nächste Tor wäre erreicht. Jonah, wir haben es geschafft. Der Weg zum Tempel ist frei. Wir brechen auch durch, sind fast da. Wo ist Dominguez? Er ist im Tempel. Wir sind nah dran. Und hier soll jetzt eigentlich kein Rätsel mehr übrig bleiben, was meine Team kriegen dürften. Entweder das oder ich unterschätze hier alles. Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein, nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle. Alle verbleibenden Einheiten, halten! Sie sind durch das Tor! Alle Einheiten zu den Engstellen! Meine Herren, ja, lasst den Feind nicht durch! Um jeden Preis aufhalten! Ja, das Ritual ist fast abgeschlossen! Ja, komm! Hier spricht Rock. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. Ja, ich glaub's nicht. Weil dieses Ritual eh nicht bringt. Du hältst uns nicht auf, Croft! Wir sind alle hier! Ja, wer sind wir alle? Wir sind da! Wir haben nichts. Feuer! Feuer! Ja, komm. Ich weiß, du bist das alles leid. Ja, komm. Bring es einfach hinter dich. Hallo. Bitte, in Deckung. Beide, dass du sterben willst. So, komm. Du hattest nie eine Chance. Halten. Nehmen wir mal den nächsten. Oh Gott, den krieg ich nicht. Da, erledigt sie! Du
mir geht die Munition aus. Herrlich. Kesselt sie ein! Ja. Ja, komm. Da drüben! Los! Los! So, jetzt bitte Munition von den Typen hier. Ich habe keine Heilung mehr, herrlich. Liegt keiner mehr, von dem ich mich bedienen kann, ne? Aber wo muss ich jetzt lang? Naja, bin ich jetzt ein bisschen was. Also. Hopp, 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 hopp. So, zack. Jonah, Rourke ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Ja. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. So. Hier, Zeta-Team! Der Horrorrad wird überrannt! Wir brauchen... Ja, bringt euch nichts mehr. Ach, ich hätte gar nicht springen müssen. So. Okay. Commander Rourke, wir brauchen Befehle. Geht doch, verdammt nochmal. Was? Und wer hat dann das Sagen? Ja, komm, als ob ihr so inkompetent seid. Rückzug! Sobald das eine Station, Kommandostation fällt, ist nix. Es gibt keine Stellung! Alle sind tot! Wer noch kann, sollte also so. Einen Schwung holen und dann glaube ich an den Vollziffer all darüber, ne? Okay, ja. Okay. Und dann jetzt hier nach rüber dran weiter, ne? Das ist vielleicht ein umständlicher Zirkus. Hä? Okay, das war ganz knapp, aber warum ging das gerade nicht? Na geht doch. So. Hier wird's was? Okay. Nein, nein, nein. Komm. Okay, hallo. So, jetzt aber. Geht doch. Wenn das sowieso schon so richtig aussieht, müssen wir hier jetzt schnell vorankommen. Okay, warte, was? Was muss ich jetzt hier machen? So, jetzt aber. Komm, hallo, jetzt klappt. Genau. So, einfach da dran und jetzt ganz normal weiter, ohne so sinnlos zu fallen. So. So, jetzt aber hoch, doppelte Danke. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Okay, ne. Okay, ne. Okay, nein, nein, nein.
Und ich habe nur noch 2 Kugeln, ja. Also. So, komm, gib mir Munition. Okay, das bringt mir eigentlich nichts, aber okay. Diese Symbole. Ich muss die darin gefangene Energie freisetzen. Ja, komm, dann mach. So, das war dann erstmal die erste Ding-Kappe. Okay, warum? Hä? Oh komm, na egal. Schnell weg, 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 weg. Ich hab keine Ahnung. Ja, da. Okay, wo ist denn? Okay, ne? Okay, wie? Wieso kriegt er keinen Schaden? Okay. Ich habe keine Federn, das heißt, ich kann nichts Neues machen. Ich habe sonst keine Munition. So. Wo sind die jetzt? Okay, das war dumm. Okay. Nein, 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 nein. Okay, wie viel hält der aus? Okay, ich kann mich nicht heilen. Warum kann ich mich nicht heilen? Also ich habe nichts zu meinen. Ne. Okay, jetzt, das ist jetzt dumm. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ah, komm. Warte, jetzt zückt er das verdammte Gewehr. Ja, komm. Okay, wo ist... So, jetzt aber. Hallo. Lauf doch noch einer rum. Okay, ne. Wo kam dieser Pfeil her? Irgendwo hat mich doch gerade jemand einen Pfeil beschossen. Ach, keine Ahnung. So, einfach schnell das nächste Ding zerdeppern. Okay, was? Nein. Ich sterb hier nicht. Nein. Hier irgendwo war doch noch was. War keine Ahnung. Na egal. Schnell daran. Steh auf. Nein, oh komm. Hä? Was ist denn jetzt gerade passiert? Verdammt nochmal. Okay. Jetzt brauche ich dringend neue Munition. Irgendwoher. Ja, komm. Okay, das war jetzt ein bisschen zu... Ja, gut. Hallo, wechsel zum Gewehr bitte. So, hier. Jetzt, hallo. Okay, ne, schnell weg. Das ist so zu riskant gerade. Okay, ne. Da bleib ich jetzt aber sowas von weg. Kann ich nichts mehr machen. Hallo. Jetzt holt doch die verdammte Munition. So. Was soll ich denn hier noch machen?
Wo kommen sie denn da rein und greift ihn an? Warum ist dieses Spiel so laut gerade? Ja, da. Dein ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Ich hab dich am Leben gelassen, Lara. Bis jetzt. Ne. Sowas von nein. Jetzt. Wie viel können diese Spinne aushalten? Okay, wo kommt jetzt das Gewehrschuss her? Oh Gott. Okay, ne, hallo. Oh Gott, das war dann. Okay, nein. Nein. Weg. Komm, der will mich hier mit Feuerpfeilen besiegen, oder was? Okay, ich habe keine von denen auch. Deswegen geht das also nicht. Hallo, nimm die verdammte Muni. Na komm. Okay, das war jetzt nicht so sauber. So, und nächster. Ich beschütze Paititi, nicht du! Schnell weg, hallo. So, jetzt aber. Na doch. Schnell, komm, ab rein da! Geht doch! So viel zu Gott, Alter. Es tut mir leid. Schütze, Paititi. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön Dad. Sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein!
Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Paititi! Das werde ich. Unuratu, meine Mutter, Kriegerin, Rebellen, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Morgen nach Kuvakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hier bleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Laura. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah,
Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Ashley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Ach, komm. Einfach einfallsreich. Ja, naja. Der einfallsreiche Boss. Naja, egal. Dann würde ich dann auch sagen, war's das mit diesem Let's Play. Und bis auf ein nächstes Mal und auf Wiedersehen.